So, ich bin gerade dabei, hier hinter mir die Wand reinzustellen. Sprich, man kann sich das jetzt mal angucken. Im Prinzip haben wir hier jetzt einmal die Absteifung drin. Wo ist er? Der dicke Balken hier vorne. Sprich, einmal als Unterstützung. Ich zeige euch das mal. Einmal als Unterstützung. Dann kann der Drehstreifen hier raus. Der bekommt noch so zwei Querbalken im Prinzip hier, einfach damit er die ganze Traglast im Prinzip von dem rechten Balken hier vorne zu den linken Balken hier links übertragen kann. Genau, und jetzt würde ich im Prinzip hier die Wand einbauen, sprich auch wie hier rechts Dachlatten reinstellen. Vorher habe ich hier gerade noch mal ein bisschen durchgefegt, dass man hier arbeiten kann. So, jetzt muss unter die Dachlatte dieses schwarze Tape, das ist im Prinzip dafür da, dass die Unebenheiten ausgeglichen werden und dass, wenn Feuchtigkeit kommt, dass die da nicht rein einziehen kann. So, die erste Seite ist fertig. Sprich, ich habe jetzt hier einen 60er Abstand. Warum 60er Abstand? Einmal, weil mir eine gewisse Abstand nur sein darf. Und 60 ist dann ein ganz vernünftiges Maß. Außerdem passt dann die Dämmwolle nachher genau dazwischen und wir brauchen nicht viel schneiden. Sprich, wir haben hier zweimal 60 und einmal ein paar zerquetschte. Genau, zwei Dachlatten sind jetzt drin, wo nachher die Schalung vorkommt. Wir müssen das hier im Prinzip so machen, das zeige ich gleich nochmal bei der anderen Seite, dass wir einmal eine Dachlatte quer haben, also mit der dünnen Seite im Prinzip zur Wand. Warum? Weil, ich zeige euch das, wir den Balken nicht zu sehen haben wollen, den hier, also auf der anderen Seite natürlich. Der hat nämlich 8 cm und zwei Dachlatten, eine ist ein bisschen aufgeschnitten, hat dann nachher genau 8 cm und dadurch verschwindet der Balken, genauso wie auch der Balken oben. Genau, so muss das dann nachher auf der anderen Seite auch aussehen. So, die Wand ist fertig, sprich beziehungsweise fast fertig. Ich habe jetzt hier die Dachlatten alle drin. Eventuell muss hier in die Ecke noch mal eine, aber da kann ich eh noch nicht weitermachen, weil wir ja noch die Außenwand machen müssen. Aber dafür müssen wir erstmal gucken, wo die Fenster hinkommen, weil das Fenster kommt ja raus und dann gibt es zwei kleinere, also zwei gleich große Fenster wie die. Halt links und rechts eins. Genau. Genau, hier muss dann im Prinzip noch der Balken festgeschraubt werden, der zur Absteifung da ist, der Rohspann sozusagen. Sprich, hier muss auch noch eine zwei Absteifung so quer hin, also so, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt jetzt. So wie hier im Prinzip. Schalung rauf, Regips rauf und fertig ist das denn. Aber das ist noch Zukunft, weil ich jetzt erstmal noch die Wand mit meinem Schwiegervater weitermachen muss, beziehungsweise er muss das ungefähr planen, wie das mit den Fenstern muss, weil da bin ich mir noch nicht sicher genug. Und dann kann man hier auch die Wand zumachen, sprich, dass wir das Wohnzimmer dann auch bald fertig haben. Ich habe auch schon Reges gemacht, theoretisch. So, mein lieben Felix hat ein Stückchen mehr geschafft und zwar hat er hier meine Büroseite jetzt gemacht, wie ihr seht. Hat er jetzt hier noch Schalung angemacht, einmal ist neu gemacht. Hier ist meine Tür oder hier wird bald meine Tür sein. Jetzt macht er hier noch zu Ende das Stück. Aber hier hat er schon, wie ihr seht. Und hier hat er auch schon die Seite noch fertig gemacht. Das kleine Stück da rechts. Schon, oh, das kleine Stück da hinten auch noch, seht ihr? Das war eine Scheißarbeit, weil du kannst ja nicht an der rechten Seite kannst ja nicht schrauben. Stimmt. Da habe ich vorher die Dachlatte vollgeschraubt.
Und natürlich alles vormessen, weil der darf nicht auf Höhe der anderen Dachlatten sein, sonst kriegst du den nicht rein. Ne? Stimmt. Deswegen bin ich da noch nicht ganz fertig. Das muss ich noch mal irgendwann machen, wenn ich länger weiß. Ja, aber das ist jetzt schon mal fertig. Oh, sieht so krass aus, ne, Leute? Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie krass das aussieht. Man weiß jetzt einfach schon, wo das wie hingehört und man kann sich schon optisch sozusagen einrichten. Jetzt kann man sich das, glaube ich, richtig, richtig gut vorstellen. Also einmal alle in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das vorher vorstellen konntet und ob ihr euch das jetzt vorstellen könnt, wie es jetzt irgendwann mal aussieht. Ich kann mir das schon richtig gut vorstellen. Hier bei unser Esstisch steht und da ist Felix' Büro und hier ist unser Gästezimmer, Gästebad. Und hier ist das schön unsere Couch, unser Fernseher. Du, ich räume heute nochmal auf, dass man hier auch vernünftig laufen kann. Aber spätestens jetzt, wo ich die Tür da habe, muss der Kram ein bisschen weiter wieder weg, weil sonst kommst du da nicht rein. Also, ja. Aber das kommt ja bald auch noch in die Küche. Das sind noch die letzten Küchensachen. Ja, wobei, das klar, das auch, der auch. Alles, was dahinter steht. Gut, das ist Waschbecken, das ganz hinten. Und da ist unser Tisch. Die Tischfüße, die hat das eigentlich den Tisch schon mal gezeigt. Das ist mega cool. Nee, ich glaube, ich habe den allein noch nicht gezeigt. So ein Fuß, ein Fuß wiegt so viel wie ein normaler Tisch, habe ich das Gefühl. Ja, hier ist unsere Platte, ne? Also Fuß wiegt bestimmt. Hier ist unsere Tischplatte, seht ihr das? Also, das ist Massivholz, oder? Das ist Massivholz und. Seht ihr das? Oh mein Gott, das ist so schön. Das ist jetzt die Unterseite, die du siehst. Ja, ja. Es ist die Unterseite, Leute. Also, er geht nicht ganz gerade. Mhm. Das ist halt ganz cool. Den hat Felix ausgesucht und einfach gekauft und. Ja, ich weiß gar nicht, wie er aussieht. Mit dem Preis. Ich habe ein Foto. Ja, ich habe auch ein Foto gesehen. Aber ich kann das ja mal in dem Video zeigen. Okay, dann zeig mal ein Video. Hier steht noch unser Kühlschrank. Der muss noch eingebaut werden. Und hier ist noch unser altes Terranfeld, unser altes Spüle und unser alter Herd. Das verkaufen wir alles noch. Und das ist unsere Couch. Da. Genau, und hier, jetzt seht ihr es auch noch besser mit der Wand hier, mit meinem Büro. Und mein Büro kann ich euch auch schon mal sagen, wie ich es ungefähr einrichten möchte, solange Felix noch das Bild sucht. Und zwar kommen hier an diese Seite kommen ganz viele Schränke hin, wo man halt so Sachen reinräumt, die man halt im Sommer zum Beispiel, die Winterklamotten und so, einfach das, was man nicht braucht, weil wir ja keinen Keller und so haben und keinen richtigen Abstellraum. Kommt hier ganz viele Schränke hin, wo auch Lias Klamotten, die zu klein sind und so, die wir aufbewahren fürs nächste Kind, die einfach hier rein. Und da an die Wand kommt ja das Fenster. Und da kommt von rechts nach links ein großer Schreibtisch. Und dann habe ich da meine Nähecke, meine YouTube-Ecke und meine Reborn-Ecke. Einmal, dass ich da so eine große Ecke habe. Und da in der Mitte kommt dann irgendwo noch meine Fotodings hin. Ich finde das nur witzig, wie du versuchst, das Video herauszuzögern, dass ich hier das finde. Das, aber das finde ich nicht. Er findet es nicht. Ja, ey, werde den Tisch ja sehen, wenn er fertig ist. Ach so. Hier seht ihr ihn nochmal. Also, es ist auf jeden Fall so ein Echtholz, so ein Massivholz. Und auf jeden Fall ein Bombentisch mit den Füßen da hinten, die schwarzen. Sieht auf jeden Fall total gut aus. Ich kann ja nochmal die Küche zeigen, die habe ich ja schon gezeigt. Aber dann zeige ich euch den Flur, weil ich weiß noch gar nicht, ob ihr das gesehen habt. Felix hat hier nämlich gestrichen. Tada, einmal gestrichen alles. Weiß, das erste Mal, muss aber nochmal gestrichen werden. Und ich habe hier auch überall noch Acryl gemacht. Ich habe das auch, glaube ich, gar nicht erzählt. Hier ist überall Acryl. Und oben ist auch komplett weiß gestrichen. Tada, wie riesig das hier aussieht, Leute. Also da muss noch ein Kabel in die Wand, deswegen können wir da noch nicht streichen und spachteln. Achso, und hier hat Felix auch noch die Wand fertig gemacht. Hab ich euch alles gar nicht erzählt, ne? Also hier ist jetzt unsere Mauer fertig sozusagen, das hat Felix gestern gemacht. Hier die Begrenzung einmal, damit man hier eben nicht so runterfällt. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Hier ist unser Babyzimmer. Leute. Ja? Ja. Oh, Felix hat es gefunden. Einmal ist er halt gerade in dem Fall und nicht mit Baumkante und das ist nur ein Internetbild. Ah. Leute, so sieht der aus. Seht ihr das? Schick, oder? Schreibt mir bitte eure Meinung in die Kommentare. So. Hier wurde übrigens ein Kaffee ausgekippt. Da müssen wir nochmal nachstreichen. Ein Kaffee, zwei Kaffee. Papas Kaffee. Genau, und die Küche habe ich euch ja schön gezeigt, mein Prachtstück. Ich liebe sie wirklich. So, jetzt geht's hier weiter, ne? So, meine Lieben, ich bin mal wieder auf der Baustelle. Der Felix kommt gleich auch nach. Der ist heute nämlich frei und die Zeit nutzen wir natürlich. Die Kleine schläft und meine Schwester passt auf, wenn irgendwas ist, holt sie mich. Und ich wollte euch kurz zeigen, was Felix so geschafft hat.
Und zwar hat er hier die Wand schon ein bisschen weiter gemacht mit Rigips. Genau, so sieht das jetzt hier aus. Und was hat sich, glaube ich, noch gar nicht verändert hier. Die Küche ist immer noch gleich geblieben. Mussten hier ein bisschen was wegschieben wieder. Ja, weil wir da hinten in die Steckdose müssen, sonst sieht das gleich aus. Also die Arbeitsplatte ist auch drauf, wie ihr seht. Dies muss aber noch eingeschnitten werden für die ganzen Sachen. Also hier kommt zum Beispiel das Loch rein. Also da hat Felix das weitergemacht. Aber das habe ich euch hier gerade gezeigt. Und ich werde jetzt oben weitermachen. Kann ich euch auch zeigen, was ich machen werde. Und zwar haben wir hier das zu, das habe ich euch auch schon gezeigt. Das werde ich jetzt erstmal spachteln einmal komplett. Und dann schauen, denke ich, werde ich hier einmal streichen. Genau, wo habe ich denn jetzt meinen Spachtel einmal? Hier ist er.